Hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge. Heute die Mittwoch-Folge, die Mittwoch aus dem Livestream und vergangenen Freitag, den 31. Mai. Mein Name ist Stefan, hier zu Gast auf der Hi Stefan, ja, ich komme jetzt gerade wieder zurück von der Abladestelle und ja, wir haben in der letzten Folge ein wenig übers Modden mal wieder philosophiert und ja, wenn ihr das nicht gesehen habt oder leider verpasst habt, schaut einfach in der gestrigen Folge nach und ja, könnt auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr moddet. Wenn ja, was ihr so für ja, Problemchen mit Giants hattet. Sagen wir es einfach mal so. Genau. Unstimmigkeit. Oh, das ist ja ein sehr, sehr schönes Wörtchen. Genau. Abo und die Glocke. Ich hab ja in 5 Wochen mein Abo-Ziel, ne? Also das sind noch 150. 30 pro Woche. Ist sportlich. Ja. Ich möchte eben bis zur FarmCon die 1500 Abonnenten erreicht haben. So, Stefan, let's fetz, vergiss nicht zu anzuschalten, ne? Ja, und zu senken. So, weiter geht's. Uiuiuiuiui. Ich habe quasi eine 5. Pro noch installiert. Ja, mal schnell dran geschraubt, ne? Mhm. Aber ich muss schon sagen, wir sind echt hier fleißig unterwegs. Wir haben jetzt in 2 Folgen 2 Anhänger geschafft. Und 4 Bahnen. Ja. Geld ist relativ. Du brauchst erstmal 5000 Liter, damit du so um die 1000 kommst. Ja, so ist das. Ja gut, das ist halt durch die Work Area und theoretisch, wenn du Zugriff hättest. Ja, wenn wir drauf Zugriff hätten auf die Fahrzeuge von der Premium Expansion, könnte man sich den Ernter holen und dem einfach mal so einen Kilometer breite Work Area geben. Das, ja genau. Das ist dann so die, wo auf YouTube auch dieses Unrealistic Farming machen. Ja, wo du dann halt die Kufe aufklappen, klack, 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 dann hast du eine Arbeitsfläche von 100 Metern, Arbeitsbreite von 100 Metern und dann... Ne, die Standardgeräte nehmen und halt einfach die Work Area so breit machen. Okay. Ja gut, es gibt ja welche, die auch so machen. Ja, das sind aber dann wirklich schon die besseren Unrealistic Farmer. Ja. Also die Noobs, so wie du und ich, wir würden einfach nur das Ding breit ziehen und fertig. Ja. Und dabei Giants einreichen.
Naja. Einreichen würde ich jetzt nicht gerade bei Giants. Nee, auch nicht angenommen. Nee. So wie bei den Stellen, ne? Ja. 2000, ne, das ist unrealistisch. 500, okay. Und du weißt, wie groß sie sind. Ja. Und dann gibt's einen anderen. Das kannst du nie geben in echt oder so große Stelle. Das nein. Und dann gibt's andere, wo so eine Weide machen von 5 auf 2 Meter gefühlt. Mit 500 ja. Tieren, das ist realistisch. Okay. Jede Knolle mitgenommen wird. Ja, jede Knolle ist ein paar Cent wert. So, jede Knolle ist ein paar Cent wert. Und wir brauchen hier jeden Cent. Ja. Das ist ja das Problem, ne? Cent by Cent. Baby. Wie heißt so schön, wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. Ah, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, 90, so 90%. To plus minus. Irgendwie müde. Ja, same. Familie, alle liegen schon im Bett. Same. Hat schon auch hier Tage verdreht. Also, das kann gar nicht weg. Same. Weißt du, so Kopf verdreht. Ne, beide ist weg. Meine Katze. Nee, die Tür ist zu. Die wird wahrscheinlich auf der Waschmaschine liegen. Selbst wenn man das kaufen würde, sie würde sich nur für den Karton interessieren. Genau. Denk also, bestellst du was Größeres? Du hast ja zu viele Spielzeuge, nichts mit dem Spiel, aber Kabel. Und wo meine Kleine noch kleiner war, dann, wo schon krabbeln konnte, war sie auch in einem Kabel. Ja. Sie kauft mir eigentlich das ganze Spielzeug und du einen hinten nur Schnapper gespeichert. Ja. Dann haben wir, ich weiß nicht, was wir bestellt haben, was Größeres. Ganz kurz, du musst mich nach dem Stream noch was erinnern, dass ich dir noch was sagen wollte. Zwei Riesenkartons habe ich die beide zusammengeklebt zum Riesenhaus. Das hat der hier für Kind und Katze. Und mit Fenster zum Aufklappen habe ich reingemacht, weil ich das Fenster hochgeklappt mit dem Spur. Und da war die Kleine drinnen und die Katze und das Arme auch. Bleib mal stehen. Ja. 98%. 99. Du hast eine fünfte Reihe ja mitgenommen. Siehst du mal. Ja, hast du ein Glück, dass ich drauf achte, ne? Ja. Ja, gut.
gut, der hätte es ja wahrscheinlich eh nicht gesehen. Außer halt im Vehicle Inspector. Wo hast du das gesehen? Ja, ja. Nee, 99, der rundet irgendwie auf. Sobald du da... Ich glaube, sobald du eigentlich 99,5% hast, ist der schon eins nach oben gegangen im Vehicle Inspector. Aber wie viel sind drin im Anhänger? Wenn das eine europäische Durchschnittszahl ist. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie die neuen Größe, die wir jetzt da verarbeiten. Weil das muss man ja auch so gut umrechnen und so weiter. Das so spontan schaffst du es nicht. Okay. Und unspontan? Ja. Schon zweimal nicht, gell? So. Jetzt kann halt die Knollengröße, kannst du zwar ein bisschen versuchen an den Pflanzen zu erkennen, aber da ja durch Giants wahrscheinlich ganz realistisch war mit dem Textur der Pflanzen, kann es auch sein, dass die aufgrund der Düngung natürlich vielleicht noch nicht bei 100% waren und dann die Pflanzen falsch, sagen wir so, gerendert sind. Und dann kommt schon eine Diskrepanz, deswegen habe ich ein bisschen nur so viel. Ja. Jetzt haben wir wieder zurück zu dir Feld. Ja, warte schon. Natürlich mein Eco-Mode habe ich ausgemacht. Eco-Mode? Eco-Mode, ja. Dem Wolf. Hast auch ganz schön links liegen lassen, ne? Ja, aber wenn ich ehrlich bin, aber der Motor ist immer noch halb fertig. Ready? Ja. Dann ready ich. Ich muss mal glaube mal Tempomat hier auf mein Sidepanel legen. Ich muss jedes Mal zum Tempomat aktivieren auf meine Tastatur drücken. Eieiei. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, das sag ich dir, du. Hoppala. Da fährt er wieder wie so ein Psuffener. Aber dafür haben wir jetzt genau die Spur fast. Durch das meine Doppelung nehmen hat das gut gemacht. Ja, ich justiere mich dann an deinem Anhänger. Ist mir nicht aufgefallen. Es ist wieder nur 4 Spuren. Ich guck hier rein.
Ist dir trotzdem nicht aufgefallen. So, dann sage ich mal, Simon, ne? Ja, was? 3, 2, 1.